Bisher bei Driver San Francisco. Der überführte Polizistenmörder und international operierende Gangsterboss Charles Jericho soll heute verurteilt werden. Jericho hat mir in den Rücken geschossen und viele gute Männer begraben. Jericho wird heute verurteilt. Wegen dir. Sei stolz drauf. Wagen 4030 leisten Unterstützung für Beamte unter Beschuss aus einem Nachrichtenhelikopter. Ich bin Ray. Ich bin Ray. Ich will nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe. Ja, aber gesehen hast du's. Ich verliere nicht meinen Verstand. Das ist real. Ja, Leute, so, was geht denn? Es geht hier weiter mit Let's Play. Driver San Francisco. Warum ich mit Driver? Warum spreche ich immer so amerikanisch aussprechen? Driver. Warum mit Driver? Da. Driver San Francisco, nicht Driver. Warum sag ich mit Driver? Na gut. Ich brauche immer einen extra Bus. So, es. 15.000 haben wir. Das greift nicht ganz. Gut, die restlichen 4.500 da machen wir jetzt anders. Das machen wir jetzt natürlich dann mit den Missionen. Dann passt es. Achso, hier sind die Silber. Was heißt denn Silber? Da kriegen wir kein Geld mehr dafür. Achso, okay. Silber bedeutet, wir kriegen dafür kein Geld mehr. So, hier ist noch ein Rennen oder was? Bringe Rennen mehr? Was bringt denn hier viel? Weil das wäre ja mal interessant. Ah, auch nur 2000. Ach, komm. Schalte Chevrolet frei. Ja, komm. Na gut, vielleicht mit dem Rennen und so ein paar zerquetschte kriegen ein bisschen mehr raus. Hoffentlich. Gut, dann will ich auf jeden Fall mal diese neue Fähigkeit haben, die ich... Genau. Ich glaube echt, dass uns dieses... Dann echt weiterhelfen kann. Jetzt da weniger Scheiße fahren, danke. Ja, jetzt kannst du wieder Scheiße fahren. Das ist echt gemein. Weil du nicht siehst, wenn du springst, wo du hinstellst, du auf dem Auto vor dir ist. Das ist echt doof. Ich bin mal ganz kurz, ne? Hoffentlich stürzt dich nicht. Oh Gott. Ey! Ja, natürlich! Jetzt bremst er mich. Oh Gott, danke. Oh ja, zum Glück fährt er wie ein. Zum Glück fährt er wie ein Mülleimer. Oh Gott. Zum Glück ist das ein richtiger. Oh ja, ich fährt einfach wie ein Mülleimer. Zum Glück. Oh Gott, natürlich. Ah, falsch abgeschätzt. Okay, da muss ich echt noch ein bisschen mal nachjustieren mit, wenn ich das besser abschätze. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich gar kein Rennspiel mehr gespielt habe. Oh Gott, habe ich irgendwas übersehen. Habe ich schon viele Jahre nicht mehr. Muss ich sagen, bin ich jetzt ja ein bisschen, ne, stolz auf mich. Ich das noch so gut, so relativ gut hinbekommen. Das ist ja auch keine Glanzleistung, aber ich komme durch. Ich hab's echt nicht verlernt. Ich hab gedacht, ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr so gut. Ich gedacht, ich hatte ein bisschen. Hätte mir halt überlegt, was haben wir jetzt gut zu machen. Dachte so, oh Gott, meine Fahrskills sind bestimmt im Arsch, aber ich habe lange nicht mehr gespielt. Mein letztes Rennspiel, was dieser Art ist, Need for Speed Most Wanted. Oder ja gut. Ich habe ein bisschen Need for Speed am 15 gespielt, ein bisschen Payback immer wieder. Aber schon so, ja, ich würde schon so sagen, so wirklich intensiv gespielt, so 5-4 Jahre her. Ich dachte so, komm. Das hast du noch gar nicht auf deinem Kanal. Und so kommen, machst es halt. Das ist ein gutes Spiel. Und wir haben ja. Und wir haben gewonnen. Nice, 2000, sehr schön. Wollen wir das einfach nochmal neu starten? Dann machen wir es gerade. Ja, komm, starten wir nochmal neu. Dann machen wir es zweimal. Dann passt das schon.
Genau, machen wir es immer nochmal. Das war ja relativ easy. Dann haben wir nämlich unter Ding zusammen. Ja, deswegen meinte ich, das mache ich jetzt aber nicht. Ich meine jetzt. Was? Oh Gott. Oh, ich bin gegen A gekommen. Ah, Mist, das sollte mir nicht so oft passieren. Genau. Wir kriegen mich jetzt nämlich voll, dann ist gut. Es war so klassisch gegen. Oh ja, natürlich. Aber hier muss man schon sagen, ist schon sehr, sehr viel Verkehr. Aber die haben ja schon sehr, sehr viel. Hat schon wieder übersehen, ne? Mist. Oder übersehen nicht, ich fahre mal noch vorbei. Genau, will ein bisschen länger haben, weil es gerne nur maximal eine Sekunde. Oder also wenn es aber nur zwei gehen würde, wäre es halt ganz geil. Es kann halt in manchen Situationen, ich könnte mir schon vorstellen, dass eine oder zwei Sekunden machen ja im Rennspiel viel mehr aus als jetzt so, ne? Es ist ja mal im Rennspiel machen, ob du zwei Sekunden schneller bist oder eine Sekunde, das ist ja sehr anders. Das ist ja immer sehr viel mehr. Das ist ja, oh Gott. Was? Nein! Nein! Oh Gott, das war, okay, nur 1000 reichen auch. Okay, egal. Wenn ich jetzt noch 1000 schaffe, reicht das. Oh, da kommt mir der Taxifahrer entgegen. Ah, Mist. Ich hasse Taxifahrer. Ich hasse Taxifahrer im Computerspiel. Ich habe immer das Gefühl, dass es geht. Ist das nicht dein Ernst, ne? Ah, er hat gewonnen. Ich habe nur noch 1000, ne? Achso! Er kriegt für beides 2000. Achso, okay, okay. Er kriegt für beides 2000. Gut, A machen wir dann hier rüber. Auf jeden Fall Massas Rennen, wann nicht? 30 Mal, das ist auch alles. Play freischalten. Okay. Du hast zwei Fähigkeitsbalken, du warst eins gekauft. Gut, dann kaufen wir jetzt hier nochmal ein Auto, dann kriegen wir auch mehr. Den müssen wir noch kaufen, oder kaufen wir uns ein paar Autos hier. Mit dem restlichen Geld. Genau, kaufen wir ein paar Tausender Dinger. Da kostet auch noch 1000. Das war ja auch so, ne? Je mehr du von den Dingern kaufst, desto höher ist der dann der. Ich wollte ja auch kein Fahrzeug, so. Haben wir ein paar Autos gekauft. Aber war ja so, je höher, je mehr Autos du am Ende hast, je mehr am Ende besitzt, desto mehr, bekommst du auch an Willenskraft. Ihr Einsatzleitung, wir haben eine 207 in der Nähe des Rathauses. Entführung? Mann, jetzt wird's interessant. Das Opfer ist Sarah Allen. Es ist ihr gelungen, uns aus dem Kofferraum des Tatfahrzeugs anzurufen. Wir übernehmen. Stellen Sie durch. Okay. Hier ist Sarah Allen. Ich höre Sarah. Sie sind am Rathaus? Ich war auf dem Platz, als Sie mich packten. Ganz öffentlich. Sie haben echt Mut. Halten Sie durch, Sarah. Wir sind unterwegs. Willst du ja keine Sirene haben?
sind Sie? Ich weiß nicht. Es klingt anders. So als ginge es durch einen kurzen Tunnel. Oder eine Unterführung. Wir kommen, Sarah. Hör auf mit der Show, John. Ja. Danke. Okay, Sarah, wo sind Sie jetzt? Da waren gerade viele Sirenen. Ich weiß nicht. Es wurde nichts durchgesagt. Vielleicht eher ein Krankenwagen. Das City Hospital ist nicht weit. Guter Plan. Hören Sie mich noch? Wir sind gerade an einem großen Gebäude. Hallo, Sarah? Verdammt nochmal. Was jetzt? Ich muss mich in sie hineinversetzen. Was willst du? Jones, ich muss mich konzentrieren. Wir müssen uns auf die Frau im Kofferraum konzentrieren. Das tue ich. Verdammt nochmal, ich bin drin. Ich muss den Kofferraum auf. Amber Cadero. Los! Was? Ich war da im Kofferraum. Ich hab rausgeguckt. Warn mich, wenn du sowas machst. Ich will wissen, ob ich mit dir oder einem Autopiloten fahre. Sorry. Zombie. Ich will nicht durch die Scheibe fliegen, Mann. Nee, dann schnell dich an. Was ist jetzt, Captain Fantastic? Wo ist sie? Definitiv in Downtown. Okay, okay. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich an diesen Psychokram gewöhnt habe. Warum? Benutzt er keine... warum fahren will schon wenig den Führer und er fährt sonst? Hör damit auf! Komm schon, Sarah. Ganz in der Nähe. Das sind Tische, so was wie ein Café. Verdammt! Wenn du kotzen musst, dann bitte aus dem Fenster. Sieht er irgendwie verdächtig aus? Der da mit Vollgas wegrast? Ja, tut er. Wir kriegen das Mädchen wohl kaum heil da raus, wenn wir denen das Heck abfahren. Gegenverkehr verhaften. Shifte in den Gegenverkehr. Fahr fürs Ziel zu, triff das Ziel frontal. Gegenverkehr verhaften. Ja, okay. Triff das Ziel frontal, ja. Bam. Okay, cool. Das wird ihm nicht schmecken. Oh, yeah! Aber... Oh, danke. Das wird dir... Das tut der Geisel gar nicht weh. So einmal mit dem LKW. Ach ja, das ist... so kann man es auch machen. Ma'am? Sind Sie okay? Wer sind Sie? Wir sind Polizisten. Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Das wäre, glaube ich, auch eine komische Story. Können Sie noch mehr über die Vorkommnisse sagen? Da war diese Frau. Sie war schön. Klang fremd, vielleicht Mittlerer Osten. Sie hat mir ein Messer an den Rücken gehalten. Und dann hat mich ein Komplize in den Kofferraum geworfen. War sie auch in dem Wagen? Nein, sie ist alleine verschwunden. Ich habe den Wagen kurz gesehen. Ein weißer Sportwagen. Sah ziemlich teuer aus. Es geht also um viel Geld. Aber warum Sie? Was genau arbeiten Sie? Als Industriechemikerin. Was meinst du, John? Drogen? Könnte sein. Aber irgendetwas stimmt da noch nicht. Eine Industriechemikerin? Warum klingeln da meine Alarmglocken? Aber wir haben eine Teilbeschreibung der Entführerin und ihres Fahrzeugs. Könnte ja irgendwo hinführen.
Okay. Wie geht's meinem Partner, Doc? Er ist stabil. Wir hoffen, ihn morgen nicht mehr künstlich beatmen zu müssen. Das zweite Mal, als er im Koma ist, ne? Kapitel 2. Ein guter Samariter. Und? Wie geht's hier? Oh, ein bisschen durchgeschüttelt, aber okay. Ah, man wird nicht jeden Tag in einem Kofferraum eingesperrt. Sie jedenfalls nicht. Los, machen wir weiter. Alles klar. Okay, RB für schnellen Shift. Schneller Shift. Ich Shift ab sofort zum Vater. So langsam geht's aufwärts mit mir. Ja, das muss ich echt üben. Ich muss schneller werden. Okay, los geht's. Also, das ist ja echt mal was. Okay. In der Action bleiben. RB für schnellen Shift. Schneller Shift für den Partner. Darf sie ihn flüchten. Kleine Programmänderung, Kumpel. In Amnif? Ups. Gelb, okay. Ja. Los, Chuck, lass uns ein paar Unfälle finden. Der ist vielleicht rot. Gut, damit hätte es erledigt. Was ist das hier? Der große Bruch. Club erreichen, bevor die Show beginnt. Hör zu, KP. Beruhig dich. Steck den Schnuller wieder in den Mund und... Ey, Alte! Dein Typ Lil Bay hat mir meine Texte geklaut. Also wird meine Crew heute Abend die Launch-Party crashen. Crazy P klingt echt wütend, Jackie. Was willst du machen, Arschloch? Der Ort ist geheim. Geheim? In der ganzen Stadt hängen Schilder, du Clown. Bis später, JV. Gut, Club erreicht mir vor die Show, Unfall. Markierte Objekte verlängern Zeit als schön, um Ziel zu zeigen. Ja, bitte ein bisschen zerstört werden. Meine Güte, Gary, es wäre toll, wenn Bay wenigstens einen Auftritt hätte, bevor er ins Gras beißt. Ah, der schreit auch. Achso. Hey, ich weiß nicht, wo die Show ist, also machen wir einfach alle Werbung. Verdammt, da lebt ja ein Hirn über deinem Stiernacken. Gehirn ist neu. Pass bloß auf, ich bin extrem streitsüchtig. Oh. Könntest du ihn später anknallen? Danke. Komm mal runter, Gary. Also echt jetzt. Ich hab dich erwischt. Ernsthaft? Ach, komm. Natürlich haben wir nur einen erwischt. Besser fahren.
Okay, ich muss hier mehr Dinge erwischen. Ich muss immer mehr Dinge erwischen. Oh, ja. Naja. Glaubst du noch immer, dass du die Party crashst, KP? Wenn nicht heute Abend, dann sicher bald. Lil Bay wird so groß sein, wenn das rauskommt, dann wirst du einen Bulldozer brauchen, um durch sein Gefolge zu pflügen. Oh, ja. Nein. Nein! Ja, oh Gott. Glück gehabt. Glück gehabt. Scheiße. Oh, natürlich! Danke. Danke. Ja, als Maul. Ich dachte, das sei nur eine Fußbank. Na dann, viel Glück beim Finden des Clubs, KP. Hey, dafür wirst du zahlen, Jackie. Ich werde bezahlt, wenn Lil Bay dich auf der Spitze der Charts geschubst hat. Ich hab einen Ruf zu verlieren, Gary. Ein zerbeulter Wagen passt da nicht rein. Ah, das glaube ich, dass du nicht gut passt. Okay. Nice. KP, weißt du, wo der Auftritt von Lil Bay ist? Nein, weißt du nicht. Ha. Also, wenn ich den Gig nicht finde, dann wirst eben du daran glauben müssen. Ja, ja, KP, große Klappe und nichts dahinter. Ja, ist nicht meistens so. Verfolgungsjagd-Auftrag des Herrn. Die sind in eine Kirche eingebrochen? Ja, und haben die Almosendose gestohlen. Ich hatte einen schlechten Tag. Ich habe eine schlechte Laune und die Kerle werden diesen Tag verfluchen. Oh ja, Schwester. Amen. Ja, gut. Dann wird bald Zeit, dass die Schwester ein bisschen männlich wird, ne? Ich will nicht zurückhalten, okay? Endlich kann ich das mal sagen. Was denn? Mit dem Auftrag des Herrn unterwegs. So viele Möglichkeiten. Ich kann die Verfolgung in einem Streifenwagen wieder aufnehmen oder ich kann Verkehr einsetzen, um den Flug aufzuhalten. Also nochmal, mein Schatz. Erzähl dir kurz, was haben wir denn hier? Na gut, ah, es ist immer ein bisschen schwierig, weil du irgendwann mit den zwei. Kann sein, dass. Genau so, Tom. Jetzt dasselbe nochmal aufs richtige Auto. Das könnte jetzt etwas wild werden. Ja gut, aber der war gut. Der war gar nicht so übel jetzt. Ich hab mehr von Amerika erwartet, Sanjay. Wie zum Beispiel? Ah, biegst du ab, Kumpel? So, da geht es weiter. Ja. Ja, natürlich. Fährt er? Wo lang? Natürlich kommt. Oh, der kommt natürlich direkt dran vorbei. Oh Gott. Yes, endlich mal wieder. Oh, endlich mal wieder. Gut. Das ist echt gar nicht so einfach, wie es aussieht. Jimbo, alter Knabe. Oh, ich glaube, der Wagen ist da früher. Ein kleiner Umweg. Oh. Ah, ganz kleiner. Und noch ein Happy End. Du hast den Flüchtenden erwischt. Oh ja, das habe ich wohl. Danke. Echte Polizeiarbeit freigeschaltet, sehr schön. Achso, das ist die, die bestimmt die Kenner-Mission, ne? Echte Polizeiarbeit, oh ja. Ich
Doppelt oder nicht? Okay, in das Reynolds. Ich habe alles gesetzt, was wir letztes Mal gewonnen haben. Wir verdoppeln das Geld. Du bist irre. Ich kann mich doch kaum ans Rennen erinnern. Was du auch getan hast, mach es wieder, June. Wenn wir das hier versauen, verlieren wir das Auto. Ich habe auch das Auto gesetzt. Du Idiot! Oh Gott, ist er. Oh Gott, weißt du? Da hilft man den Leuten einmal, ne? Und dann klappt das einmal und dann wollen sie immer mehr. Ja. Den Einsatz verdoppeln? Liegt dann aber eine große Last auf meinen Schultern. Ja, auf den Grund habe ich jetzt Nitro. Oh ja, ich glaube, Nitro zu erhöhen war so eine gute Idee. Ich glaube, es war eine saugute Idee. Weich wie Butter. Oh nee. Ja, Ninja. Völlig egal, Komiker. Ja, oh Gott, zum Glück konnte ich mich mit. Glaub mir so nicht. Ja, gut, wenn erster oder zwei werde, ist auch egal. Hauptsache ich schaff's. Jun! Oh Gott! Was? Ja! Du uns umbringen? Oh Gott. Ich denke, darum wird sich die Nakamura-Familie kümmern, wenn der Wagen weg ist. Ja, okay, ich glaube, die fahren aber so doof. Hurra! Nummer 1! Nein! Oh Gott! Super! Oh nein! Er hat mich voll weggeballert! Ah, nee. Scheiße, okay, das Rennen ist. Das Auto ist übelst komisch. Ja, toll, danke. Der kommt. Oh Gott, der. Okay, ich muss mir dieses. Das Fahrverhalten ist wieder anders. Das ist ein anderes Fahrverhalten. Warte, jetzt. Okay, ich darf nicht so reinhauen und jeder Wagen mir weg wie Schmitz Katze. Wenn wir gewinnen, ist Schluss mit den Wetten auf Straßenrennen. Okay? Okay. Ja, jetzt hätte ich mal. Okay. Ah, oh, komm. Achso. Achso, es ist ein Rundkurs in 2 Runden. Ah, okay. Nein! Oh, Scheiße! Ich hasse Nadeln. Oh, nein! Der hätte genau in dem Moment kurz stehen bleiben muss, der andere. Ja, aber er fährt weiter. Scheiße, weil er nicht mehr durchkommt. Oh Gott, dann wird aber knapp. Nein, jetzt steht er da! Och, bitte, der kam aus dem Nichts! Oh Gott, die stehen auf einmal! Wenn du so weitermachst und mal eine Niere brauchst, ich schwöre dir, frag mich! Warum reden wir über Organspende? Ich meine ja, ich bin echt dankbar. Wieso willst du mir eine Niere? Okay. Ah, mach ich mir später um Gedanken, danke. Verdammt, ich schwitze! Ja, das sieht nicht gut aus. Ah! Ah! Oh Gott! Ich schwitze, Baby! Wir sollten mal darüber reden, wie schlau es ist, alles auf ein Rennen zu setzen. Was redest du denn da? Wir gehen doch voll ab. Ayumu, das wird nicht immer so sein. Wieso? Wirst du auf wundersame Weise vergessen, wie man fährt? Halt die Klappe und gewinn jetzt. Du lernst es nicht, oder, Kumpel? Wir sind reich. Ha, gehetzt. Vergiss das College, wir sollten Profis werden. Oh, Mann. Alter, bitte ohne mich. So. Gut. Ja, bitte, wir machen noch die Mission. Achso, okay. Genau, machen wir noch die hier, dann machen wir dann mal einen Cut. Straßenrennverhaftung, erledige alle Straßenrennfahrer. Komm, es gibt einen Grund, warum ich das Auto fahre, Preston. Irgendwann, wenn du mehr Erfahrung hast. Ach, schieb's dir, Kowalski. Die Typen da anzuhalten, bringt überhaupt gar nichts. Die brechen das Gesetz. Ich hol sie von der Straße und rette vielleicht ein paar Leben. Oh ja, sicher. Ich verbinde deine Hassliebe mit Straßenrennfahrern. Hassliebe? Ich hasse es nicht, eingeladen zu werden. Und liebe es, die Party zu sprengen. Machen wir die Jungs mit ein paar Mauern bekannt. Habe ich ihn gut erwischt? Nein. Weiß gar nicht, ob man die jetzt gut erwischt oder nicht. Ach, wir sind. Oh ja, also das war auf jeden Fall ein guter Treffer. Wie viel waren das nochmal? Alle. Was heißt denn alle? Alles in Ordnung? Du bist plötzlich so still. Bin ich das? Scheiße. Dass er dann natürlich so kommt, habe ich nicht mitgerechnet.
Das wird nie langweilig. Sehr schön, okay, einen haben wir schon mal. Die Schule läuft. Wer ist der Nächste? Ja. Oh, das ist natürlich geil. Wie ich es damit schaffen würde. Einer weniger. Oh. Wer kommt jetzt? Oh ja, da habe ich auf jeden Fall. Okay, der auf jeden Fall fast tot. Das fühlt sich immer gut. Der ist. Ausgeschaltet, zwei. Bleiben noch zwei. Okay, es sind nur uns vier Fahrer. Okay, gut. Hey, bist du sicher, dass ich nicht fahren soll? Wer von euch möchte denn einen neuen Partner, hm? Oh, ja, gib mir den Bus, Baby, gib mir den Bus. Hier, Bus. Wie gefällt dir die Spritztour bislang, du Teufelskerl? So. Die Bus. Typen denken, sie hätten es geschafft. Überraschung. Auf jeden Fall, theoretisch hätte er jetzt gewonnen, weil ja alle Autofahrer, ne? Genau so, schön weiter. Weg sind. Na gut. Ich hoffe, dass wir da alle was draus lernen konnten. Wir treffen uns dann auf dem Revier zu ein paar Erfrischungen. Das war geil. Und was jetzt noch toller ist, wir machen hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter hier mit Let's Play. Driver San Francisco, ihr habt es gefallen. Bis dann, haut rein. Euer Pyrus. Tschüssi.